Sanitarium.ch, Wasserlitem, und du interessierst dich für Gasapparate. In Video 1 haben wir angeschaut, was sind so die generellen Anforderungen, wenn wir einen Gasapparat aufstellen, was gibt es für Arten von Gasapparaten. Jetzt in Video 2 haben wir uns entschieden, einen Apparat sozusagen aufzustellen und schauen jetzt mal, was gibt es denn für Anforderungen an den Raum und was müssen wir beachten beim Anschluss des Apparates generell, unabhängig welchen wir jetzt haben. Wir starten gleich mit den Anforderungen an den Aufstellungsraum. Das klingt relativ kompliziert, ist aber von der Logik her relativ einfach. In dem Moment, wo man sich entscheidet, einen Gasapparat in einen Raum zu stellen, wird diesem Raum an sich ein gewisses Regelwerk übergestülpt. Er wird dann sofort einen Aufstellungsraum genannt und hat dann eben gewisse Kriterien zu erfüllen. Diese Kriterien sind in den G1-Normen und auch in anderen Normen vermutlich noch tiefer geregelt. Wir hier bewegen uns eben in der Regel in diesen G1-Normen und da geht es vor allem um Apparate bis 70 Kilowatt. Das ist ja dann an sich auch unsere Liga hier in, ja, ich sage jetzt mal in der Lernendenausbildung, EFZ, weil mit 5 bis 7 Kilowatt kann man locker ein Einfamilienhaus heizen, also Apparate bis 70 Kilowatt, das sind dann schon zünftige Oschis und wir bewegen uns ja so im Einfamilienhaus, ganz kleines Mehrfamilienhaus. Also in dem Moment, wo wir uns den Apparat hineinstellen, wird das ein Aufstellungsraum und jetzt darf der Apparat eben nicht mehr als 70 Kilowatt haben, sonst würden andere Regeln greifen. Wenn das aber so ist, dann haben wir einen Aufstellungsraum. Dieser Aufstellungsraum hat nun gewisse Kriterien zu erfüllen. Zum Beispiel müssen die Türen, ich habe die einfach mal etwas rausgeschrieben, EI30 RF1 sein. Das sind recht komplizierte Zahlencodes und die sind dir genau erklärt in der VKF-Norm. Die habe ich auch schon mal in einem Video schnell angerissen, vorgestellt, ist öffentlich, da kann man jederzeit nachschauen, was das heißt. Rund oder kurz gesagt, EI30 steht eigentlich für den Brandwiderstand dieser Türe. Also diese Türe hält 30 Minuten einen definierten Feuerstand. Und die hintere Bezeichnung hier, RF1, das ist in der Regel so ein bisschen das Brandverhalten. Also qualmt jetzt hier diese Türe, wenn sie dann irgendwie angekoppelt wird, oder riecht sie nur? Gibt es eine starke Rauchentwicklung oder nicht? Das ist hier geklärt. Wichtig zu wissen ist, dass dieses EI30 eben für den ganzen Raum gilt, also nicht nur für die Türe, aber in der Regel, wenn du jetzt hier eine Betondecke hast oder du hast hier Backsteinwände, dann erfüllst du eben auch dieses EI30-Regelwerk. Wenn du einen Holzbau hast, muss man eben dann schauen, wie man das entsprechend beplankt, damit man eben in dieser Norm drin ist. Es gibt dann sowohl auch minimale Abstände, also um den Gasherd herum, werden sofort Minimalabstände definiert, die sind auch in den Herstellerunterlagen hier zu sehen. Also man gibt dann sofort vor, was muss gemacht werden, damit eben nichts brennen kann. Auch hier, die Materialien in der Umgebung dürfen maximal zum Beispiel 65 Kelvin über die Raumtemperatur erwärmt werden. Auch das hier natürlich wieder eine Regel, damit nichts beginnt zu brennen. Und das sind einfach alles so ein bisschen Beispiele, Auszüge, ja, wie man sich hier aufstellen muss, verhalten muss, was man hier alles bedenken muss. Auch die umgebenden Werkstoffe sind definiert, also was darf man rechts und links vom Gasherd haben, was für eine Brandklasse muss dieses Holz haben. Also das ist recht eine umfangreiche Liste, wo man sich hier dran halten muss, aber es ist kein Hexenwerk. Viele Materialien von vielen Herstellern erfüllen diese Vorgaben, weil man natürlich auch ja, sein Material entsprechend in allen Situationen verkaufen möchte. Also, und einfach um dir mal kurz zu erklären, was der Unterschied zwischen EI30 und einer Nicht-EI30-Türe oder einer normalen Türe ist, habe ich dir hier ein kurzes Video aus meinem Schulzimmer aufgenommen. Ja, hier sehen wir jetzt die Türe meines Büros. Mein Büro ist angrenzend zum Schulzimmer. Wir sehen hier, das ist sehr massiv. Das ist mindestens EI30, wenn nicht mehr. Und ja, das ist jetzt ebenso eine Anforderung, die hier für diesen Brandabschnitt gilt. Und wenn wir mal hineingehen und uns meine
Verbindungstüre anschauen zum Schulzimmer, dann ist die eben sehr, sehr dünn gehalten hier. Das ist wirklich nur ein dünnes Holzbrett, das würde nicht lang halten. Das heißt, das Schulzimmer und mein Büro ist ein Brandabschnitt. Hier haben wir eben keine EI-Anforderungen und in den Gang raus, da haben wir eben Brandschutzanforderungen. Ja, nach diesem kurzen Ausflug ins Schulzimmer sind wir wieder hier und schauen uns nun an, was heißt das jetzt, wenn wir den Apparat eben dann anschließen, was gilt in der Regel generell. Und es gibt da auch ein Regelwerk und das möchten wir uns kurz anschauen. Generell kann man sagen, ein Gasapparat gehört immer, vor einem Gasapparat gehört eine Abstellung, das ist in der Regel ein Kugelhahn, damit man eben hier den Apparat auch entsprechend außer Betrieb nehmen kann, ohne dass man die ganze Gasleitung entleeren muss, was bei Gas ja eben oftmals auch mit Aufwand verbunden ist, die ganze Belüftung, Entlüftungsgeschichte etc. Das können solche Modelle hier sein mit entsprechenden Kupplungssystemen, da gibt es ganz viele verschiedene. Wichtig ist einfach, dass es SVG zertifiziert sein, das kann man nachschauen in einem Zertifizierungsverzeichnis, ob die entsprechende Armatur auch zertifiziert ist. Viele Hersteller, ja, die drucken das, ich weiß gar nicht, Fokus sieht man das, keine Ahnung. Viele Hersteller drucken das auch auf ihre Produkte, dann gleich das Logo der SVGW drauf oder machen irgendwelche Fähnchen dran, damit man sofort sieht, das ist SVGW zertifiziert. Das ist ein ganz wichtiges Detail. Nun, wenn man dann eben diese Zertifizierung hat, dann schließt man den Apparat, ich sage jetzt mal zum Beispiel den Gasherd, in der Regel eben mit so einem flexiblen Schlauch an. Das sind in der Regel Ganzmetallschläuche, das sind spezielle Schläuche, auch die sind zertifiziert und die dürfen eine maximale Länge von 1,50 m haben und was ganz wichtig ist, man darf beim Erdgas zwei Schläuche nicht miteinander kuppeln. Ja, und wenn du diese Regeln so ein bisschen einhältst, dann ja, würde ich sagen, kommt das ziemlich gut. Jetzt bist du wieder an der Reihe. Üben, üben, üben.